Herzlich willkommen zurück zu Singularity mit Sam Kevikatze, meine Wenigkeit. So, wir tun jetzt. Also. Okay. Und ich? Was ist mit mir? Haben Sie Spaß auf Ihrer Reise durch die Erinnerung, Captain? Sie sehen überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir nicht das Titel-G. Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Ihn haben Sie verändert. Und ihn müssen Sie zurückändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko? Renko, stopp! Demichev darf nicht... Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind, Barenko. Hören Sie nicht auf ihn. Sie können die Welt retten. Sagen Sie... Aber, Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer. Er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZNG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sie. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen... Unendliche Macht. Ihre Wahl, Captain. Oh, Scheiße. Wir haben jetzt die Wahl. Wir haben es die Wahl. Wir geben das ZMG. Also eine wirklich große Macht. Geben wir ab, dass wir es nicht mehr haben.
Nein! Nein, ich ver... Ja gut. Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen reden. Aber okay. Ich würde sagen, dieser kleine Einspieler hat uns schon gezeigt, wer böse ist und wer gut ist. Och man. Haben Sie Spaß auf Ihrer Reise durch die Erinnerung, Captain? Sie sehen überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir nicht das Zettel, okay? Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Ihn haben sie verändert. Und ihn müssen sie zurückändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko? Renko, stopp! Demichev darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Ach ja. Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind. Renkow, hören Sie nicht auf ihn. Sie können die Welt retten. Sagen Sie. Aber, Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer, er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZMG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sie. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Ihre Wahl, Captain. Du stinkst. Mein Gott, er ist tot. Captain, Sie haben gerade den mächtigsten Mann der Welt getötet. Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu scheint nicht so mächtig zu sein. Und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Was passiert, wenn ich dich jetzt töte? Ich kann den töten, warte mal. Oh, da muss ich das Geschwätz nochmal anhören. Nein, Captain! Mit dem Tod von Dr. Barisov und Kanzler Demichev stirbt auch das Wissen über E99 und Katorga 12. Sie verschwinden und werden in den kommenden Jahren zur Legende. Die meisten glauben, sie hätten nie existiert. Der Verbleib des ZMGs ist unbekannt. Wochen vergehen, bis die Leichen von Demichev und Barisov entdeckt werden. Die Morde werden nie aufgeklärt.
Der Tod von Kanzler Demitschew ist der erste Schritt zur Auflösung von Russlands Vormacht in der Welt. Die UdSSR zerbricht schnell in rivalisierende Fraktionen, die um Macht ringen. Auf dem ganzen Globus brechen Kriege aus. Millionen von Menschen sterben. Durch die neu gewonnenen Freiheiten wächst Mir 12 an Größe und Einfluss. Während sie ihren Kampf gegen das russische Militär fortsetzen, jagen sie gleichzeitig Dr. Barisows Mörder. Bis heute ohne Erfolg. Als das ZMG von Katorga 12 entfernt wird, destabilisiert sich die Singularität. Eine massive Explosion zerstört die Ostküste Russlands. Sie erstreckt sich bis zum Gefängnisstaat Alaska. Eine Gruppe Katorga 12 Kreaturen entkommt aufs russische Festland und überrennt Neuchina. Es gibt Gerüchte über eine Geheimarmee, die Teile der ehemaligen USA übernimmt. Der Anführer ist nicht bekannt, aber man sagt ihm nach, er sei gnadenlos und vernichtet alle, die ihm im Weg stehen. Man glaubt, er wolle die Weltherrschaft an sich reißen. Seine Anhängerschar wächst täglich. Manche behaupten, er kann über unglaubliche Kräfte verfügen, als könne er die Hand Gottes steuern. Was? Was jetzt? Warte mal, zurück. Warte mal! Was war das denn? Gibt's hier drei Enten oder was? Warte mal, das muss ich jetzt gucken. Ja, laber keinen Scheiß, Junge. Kannst du die irgendwie überspringen oder so? Rücken wir die Geschichte gerade. Setzen Sie das ZMG an der Singularität. Warte mal, ich muss es jetzt testen, okay? Es scheint wahrscheinlich jetzt der letzte Part zu sein. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. Okay, wie macht das jetzt einfach mal so hier? Ich bin jetzt komplett überrascht. Es war mir klar, dass es bald durch sein soll. Aber... Was war das? Da ist jemand in der Kammer. Unmöglich. Gott, Sie haben recht. Schnell, die Tür auf. Wir müssen ihn da rausholen. Nein, Gott, er hat eine Bombe. Ach, sag was. So, Haben Sie Spaß auf Ihrer Reise durch die Erinnerung, Captain? Sie sehen überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir nicht das ZMG. Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nun, Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Pisser. Ja gut, okay. Jetzt ist halt bloß die Frage, welches ist jetzt das halt die Schnauze. Welches ist das bessere Ende? Wie vertrauen dem bekloppten Professor und machen bei seinen Plänen mit, was der so sich ausdenkt und aus... Also, Zusammenhänge, bla bla bla, Gedöns. Oder wir stehen hier nur dem bekloppten Diktator, wir geben den das ZMG, um die Zeit zu manipulieren. Sie dürfen Demitschew nicht am Leben lassen. Und ist wahrscheinlich mit der mächtigste Mann der Welt. Das funktioniert nicht. Oder die dritte Option, wir töten uns selber irgendwie in der Vergangenheit. Wir sind ja selber in die Vergangenheit gereist. Genau. Heiko, stopp! Der Mitchef darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten?
verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle. Ich glaube nicht, dass die Möglichkeit. Die Sache ist ja so, wenn wir den Diktator, also den Club hier unten, vertrauen, wird er wahrscheinlich der mächtigste Mann der Welt und wird die Welt unterjochen. Egal, was wir oder andere tun werden, quasi. Wir würden Millionen und Milliarden Menschen in Lebensgefahr bringen, anstatt ein Opfer zu bringen. Also uns selber quasi zu opfern. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer, er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen... Oh, ich würde das gerne skippen, kann man das... Preis. Benutzen Sie das ZNG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sie. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Wir töten jetzt mal den und mal gucken, was rauskommt. Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten, dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Ihre Wahl, Captain. Wir töten jetzt mal den, um zu gucken, was dann passiert. Nein, Captain! Gut gemacht, Captain Renko. Ich sehe, Sie haben das Zeug zum Weltherrscher. Kanzler Demetschew ist der einzige Überlebende von Katorga 12. Barisov wird aus sämtlichen Berichten gestrichen. Mit dem ZMG können Sie und Demetschew die Singularität jetzt kontrollieren. Katorga 12 wird zum Angelpunkt von Demetschews letztem Schlag, um den verbleibenden Widerstand gegen seine Führung auszumerzen. Als Militärkommandant machen Sie aus Demetschews Streitkräften eine unaufhaltsame Kriegsmaschine. Sie trainieren sogar einige der Inselkreaturen für den Kampf. Sie setzen sie als erste Angriffswelle in allen großen Schlachten ein. Millionen werden zur Sklavenarbeit gezwungen. Mit der vollen Macht der Singularität und ihnen als Kopf des Militärs werden alle Widerstandsnester weltweit ausgelöscht. Bei Mir 12 gibt es zuerst Probleme. Aber mit dem ZNG auf ihrer Seite haben sie keine Chance. In den folgenden Jahren kommt es zu Spannungen bei der herrschenden Diktatur Russlands. Durch ihr Wissen über moderne Waffentechnologie und die Kontrolle über das ZNG gewinnen sie Unterstützer. Manche halten sie für mächtiger als Kanzler Demetschew selbst. Demetschew erkennt das und startet in den ehemaligen Vereinigten Staaten ein geheimes Waffenentwicklungsprogramm. Es gibt sogar Gerüchte, dass er ein eigenes ZMG gebaut hat. Ein Konflikt scheint unausweichlich, da die Welt sich wieder inmitten eines kalten Krieges zweier Supermächte befindet. Gut. Sind wir quasi das andere gesehen? Also, wenn ich jetzt Demetschew am Leben lassen würde, würde der Krieg weitergehen. Und ich würde sogar... Also der Krieg würde wieder von vorne anfangen. In dem Sinne. Ich hätte Krieg mit Demetschew. Setzen Sie das ZNG an der Singularität ein, um einen Riss nach 1955 zu öffnen. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E-99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. So. Also wir würden quasi... Also der Krieg würde trotzdem weitergehen, in dem Sinne. Und wir würden wahrscheinlich Millionen Menschen töten damit. Was war das? Da ist jemand in der Kammer. Unmöglich. Oh Gott, Sie haben recht. So, also Demetschew muss definitiv sterben, wie dieser kleine, dreckige Bastard zu machthungrig ist. Auf alle Fälle. Na gut, würde ich jetzt mal sagen. Na gut, dann müssen wir das mal tun. Dann müssen wir jetzt in dem Fall den Doc. Wir müssen jetzt quasi den Doc. Ich würde sagen, vertrauen. In dem Sinne. Was übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren.
Oder kurz in die Eier. Schade. Er hat es Steiglöten, es tut mir leid. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Ihn haben sie verändert. Und ihn müssen sie zurückändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko? Renko, stopp! Demichev darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind. Renko, hören Sie nicht auf ihn. Sie können die Welt retten. Ach, sag was. Sagen Sie. Aber, Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Das habe ich gerade gesehen. Das hat mir nicht so zugesagt. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer. Er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZMG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sie. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Nö, gib's mir nicht. Ihre Wahl, Captain. Warte kurz. In die Eier. Mein Gott, er ist tot. Captain, Sie haben gerade den... Rein theoretisch müsste er noch leben, ich habe ihn nur in die Eier geschossen. Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu korrigieren, müssen Sie zurück und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Hammer 2-1, Red Fleet. Sie dringen jetzt in den Luftraum von Katorga 12 ein. Verstanden, Red Fleet. Weiter auf diesem Vektor. Geschätzte Ankunftszeit in 3 Minuten. Ich weiß nicht, wieso wir diesen Flug machen müssen. Man sieht doch sowieso nichts. Militärische Aufklärung. Was für ein Witz. Hammer 2-1, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Red Fleet. Daran kann ich mich nie satt sehen. Hammer 2-1, Hammer 2-1, falscher Alarm. Wiederhole, falscher Alarm. Ihre Mission wird abgeblasen. Drehen Sie um. Ha! Was hab ich dir gesagt? Hier ist doch nie was Interessantes. Stimmt's, Kamerad? Okay.
Das ist Barisov. Okay, ich würde sagen, wir haben Singularity durch. Das, wir haben gerade gleichzeitig mal alle Enden durchgespielt, alle vier in dem Sinne. Das erste war ja, wenn wir zu lange zögern, erschießt er uns beide. Und ist dann wahrscheinlich der alleinige Herrscher, bla bla gedöns. Wenn wir beide töten, hört der ganze Scheiß mit den E99 auf. Es wird, ich glaube, das war das mit den Explodieren, oder? Ich glaube schon. Das war mit den, wo das dann explodiert und dann die Monster, die da auf Gadorka 12 sind, übergreifen dann auf Russland und bla 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 gedöns. Und wir verschwinden einfach von der Bildfläche wahrscheinlich. Dann, wenn Demichev überlebt, ist es so. Genau, wenn Demichev überlebt, tun wir quasi den Krieg weiterführen gegeneinander, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Hab ich gar nicht gesehen. Und wenn ich mich selber töte, ist quasi alles Friede, Freude, Eierkuchen in dem Sinne. Also passiert da nicht großartig irgendwas. Okay. Ich würde einfach sagen, kann man mal machen. Muss man nicht. Wie ihr gesehen habt, wir leben ja trotzdem irgendwie weiter. Deswegen. Shit happens. Ja, gibt es eigentlich noch was zu sagen über das Spiel? Es war eigentlich. Ich fand's eigentlich relativ. Ich fand's eigentlich gut. Es war ein schönes Spiel, ja. Wenn man bedenkt, dass ich das Spiel. Also, dass das Spiel von 2010 ist und ich dafür im, bei Steam auf der Steam im Angebot für 5 Euro geholt habe. Und mich bei manchen Passagen dumm angestellt habe. Wirklich dumm. Die Monster waren auch relativ, ich sag mal, gut gestaltet. Die Monster waren eigentlich relativ auch gut gestaltet. Die Videosequenzen waren auch schön. Ihr seht, die Zeichnungen sind auch Zucker aus. Normal kostet es 20. Ich würde sagen. Ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, für das, was es ist, klasse Spiel, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht vom Angebot, also wenn ich jetzt von früher hätte gekannt, in dem Sinne, und ich wüsste, was ich mich erwartet, und ich würde das Spiel unbedingt zocken, und bla 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 gedöns, ich würde, glaube ich, sogar die 20 Euro ausgeben. Wie ich saß jetzt. Also, ich saß lange dran, sagen wir es mal so. Oh, fängt es gerade von vorne an? Ja, es fängt von vorne an. Ah, okay. Ja, gut. Ich würde wahrscheinlich 20 Euro ausgeben. Ich sag, 20 Euro für ein Spiel, wenn du dich beschissen anstellst, so wie ich, hast du 10 Stunden Spaß. So. Nicht mal so. Manche Vollpreistitel bieten nicht mal so viel Inhalt. Das ist eigentlich totaler Wahnsinn. Bloß das Balancing ist dann irgendwie ein bisschen scheiße. Weil ich war dann quasi am Ende zu overpowered. Die Gegner konnten mir dann gar nichts mehr. Oh, das war lustig. Oh, ich fand's geil. Oh. Manche waren einfach zu OP, das, da kann man, kannst du sagen, was du willst. Besonders jene, die Sniper-Waffe, wo du die Kugel so steuern kannst. Absolut geil. Aber so eine Waffe habe ich noch nie irgendwo gesehen. Schade eigentlich, die macht übelst viel Spaß. Oh, das war lustig. Oh, das fand ich mega. Ach ja, gibt es eigentlich noch was zu sagen? Ich bin gerade überlegen. Ich würde einfach jetzt mal sagen,
Also jetzt meine Meinung, ich fand's, war ein gelungenes, schönes Spiel. Wie gesagt, wenn ihr das unzensiert wollt, unzensiert spielen wollt und das vom Steam gekauft habt, wie gesagt, im zweiten Part habe ich erwähnt, wenn ihr das auf, oder im ersten Part, wenn ihr das auf Englisch stellt, müsste es ungeschnitten sein. Also man könnte, ich glaube, Gronkh hat in seinem Let's Play irgendwann ein Part gesagt, man könnte dann die Körperteile abschießen oder irgendwelchen Scheiß. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt bei der Steam-Version, wenn das einfach umstellt, auch geht, aber ja. Ihr könnt ja versuchen. Und was mich eigentlich noch gestört hat, wenn ich jetzt, ich kann ja wieder reden, und was mich noch teilweise gestört hat an dem Spiel, ist eigentlich, das Größte, was mich abgefuckt hat, war diese beschissene Mission mit der Caitlyn, oder wie die Frau hieß, wo du dann hinterher rennen musstest, um die zu befreien. Das war wahrscheinlich das Einzige an dem Spiel, was mich richtig abgefuckt hat. Diese beschissene Rettungsaktion. Alter, hat das mich angekotzt. Das hat mich richtig angekotzt. Besonders, du musst ja da durchrennen und du hast ja gar keine richtige Zeit, irgendwie dich umzugucken oder irgendwas. Wie, da lag bestimmt irgendwas. Oder das mit dem Wasser, der Wasserstand auf einmal hochgeht oder auf einmal diese Elektro-Dinger kommen. Das war auch scheiße, weil ich bin davon ausgegangen, du hast genug Zeit, um dich in ein Gebiet umzugucken, aber wenn die dann sagt, ja, sie müssen sich beeilen, denke ich mir so, ja, das sagt das Spiel nur so, dass man dann schnell zu Szene rennt, aber naja. War dann wirklich nicht so, also wenn ihr das Spiel spielt, wenn die sagen, beeilt euch, würde ich mich beeilen, ja. Ich hätte allgemein wahrscheinlich öfters mit den ZMG arbeiten soll. Aber naja, ich hab's so durchgekriegt. Ach ja. Genug geshootert für heute. Okay. So, jetzt verhabe ich mich auch wirklich. Leute, das Spiel hat mir richtig Freude gemacht. Und Spaß hat es auch gemacht. In dem Sinne, ich hoffe, dass das Projekt, das Let's Play, was ihr gerade, wenn ihr von Anfang bis Ende dabei wart, hat euch gefallen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Und bis zum nächsten Mal bei einem neuen Projekt, was ich mir ausdenke, was ich mal zocken könnte. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Rabauken. Yay! Yeah.